diesem Bild demonstriert der Künstler, wie einfach man mit Pastellfarben ein Landschaftsmotiv malen kann. Bei der Auswahl seiner Farben beschränkt er sich auf wenige Töne, die aber dennoch in der späteren Mischung auf dem farbigen Papier sehr brillant wirken. Er beginnt mit einer Skizze, die für ihn die Grundarchitektur des Bildes darstellt. Dafür verwendet er eine harte Pastellkreide, deren dunkler Farbton mit dem getönten Papier harmoniert. Ein schwarzer Farbton wäre hier viel zu dominant und würde die lichtdurchflutete Atmosphäre des Bildes zerstören. Mit der harten Pastellkreide zeichnet er flüchtig dahingeworfene Linien und Flächen und deutet damit die markanten Bildelemente in seinem Motiv lediglich an. Alles ist in diesem Stadium noch offen und wenig konkret. Er tastet sich an die Komposition heran, ohne Details einzuarbeiten. Mit Grün schafft er jetzt erste Kontraste. Er strichelt die Farbe auf und verwischt sie sofort mit dem Handballen. Dadurch schwächt er den Farbton schon gleich zu Beginn wieder ab und mischt ihn mit dem Farbton des Papiers. Die Schattenbereiche an den Baumstämmen gestaltet er ebenfalls mit dem gleichen grünen Farbton. Diesmal aber nimmt er die flache Seite des Pastellstiftes, um einen kräftigeren und flächigeren Farbauftrag zu erhalten. Mit den Fingern verwischt er alles zu einer grünen Fläche, die den Vordergrund des Bildes dominiert. Anschließend baut er mit dem gleichen Grün den Vordergrund auf, hier am Weg und der Grasfläche zu sehen. Auch diesmal verwischt er den Pastellauftrag großzügig mit den Fingern und zieht das Grün auch nach oben in den Bereich der Baumstämme. So ordnet er die vorhandene Farbe auf der Oberfläche des Papiers. Mit einem hellen Ockergelb tastet er sich vorsichtig an die ersten Lichteffekte in seinem Motiv heran. Er verwendet die runde, flache Seite eines weichen Pastellstiftes und strichelt damit vorsichtig eine leichte Struktur auf die Oberfläche des getönten Papiers. Auch diesmal verwischt er den Farbauftrag mit den Fingern und macht damit die Striche der Pastellfarbe weicher. Sie verschmelzen jetzt mit dem Farbton des Papiers. Damit die Baumstämme erkennbar werden, malt er sie mit dem Schwarz einer weichen Kreide nach. Eigentlich kann man noch nicht viel erkennen, aber wenn er dann mit den Fingern seiner Hand und ganz gezielten Bewegungen die Baumstämme herauswischt, dann versteht man die Virtuosität des Künstlers im Umgang mit der Pastellfarbe. Seine Finger agieren wie ein Pinsel. Sie verstreichen die Farbe ineinander und miteinander zu immer neuen transparenten Lasuren, die zwar immer noch alles schemenhaft andeuten, aber bei genauerer Betrachtung die Tiefenwirkung der Komposition erkennen lassen. Mit dem hellen Ockergelb erzeugt er jetzt die Lichteffekte, die die Sonne auf den Boden des Waldes wirft. Auch diesmal verwischt er das Pastell sanft mit seinen Fingern und verschmilzt einen Teil mit dem getönten Papier. So entstehen immer mehr Zwischentöne, ohne dass er eine weitere Farbe verwendet hat. Die Fläche hinter den Bäumen malt er mit Grün aus. Er trägt den Stift mit der flachen Seite großzügig auf und verwischt danach den Farbton mit den Fingern. Dabei zieht er das Grün auch über die Stämme der Bäume, deren Farbstärke dadurch leicht abgeschwächt wird. Jetzt wendet er sich dem Vordergrund zu und trägt mit großzügigen weichen Strichen das Gelb-Ocker vom Anfang auf. Damit begrenzt er auch den Weg, der zu der Baumgruppe führt. Dann wird wieder alles mit den Fingern leicht verwischt. Wenn man genau hinschaut, kann man erkennen, wie sich der grüne Farbton mit dem hellen Gelb vermischt
und dadurch die für Hermann Hormann so typischen Zwischentöne entstehen. Die Lichtspiegelungen in den Blättern der Bäume erzeugt er mit wenigen Strichen eines hellgrünen Farbtones. Es sind mehr oder minder dahingeworfene Farbkringel, die er, obwohl für den Betrachter nicht immer logisch nachvollziehbar, sehr genau auslotet. Für das Blattgerüst der Bäume streicht er grün in kräftigen Strichen auf. Eigentlich sind es nur Schlangenlinien, aber durch das Verwischen mit der Hand entsteht wieder eine geschlossene Fläche, die er jetzt intensiv in das Papier einreibt. Die Baumstämme stellt er mit Schwarz in den Mittelpunkt des Bildes. Sie bestimmen jetzt die gesamte Szene. Jeder weitere Pastellstrich wird mit den Fingern verwischt, denn das Schwarz soll nicht zu stark in den Mittelpunkt treten. Es soll mit den anderen Hell-Dunkel-Effekten harmonieren. Die Schattenseite der Blätter malt er mit einem dunklen, intensiven Phthalo-Grün. Wie man hier deutlich erkennen kann, erzeugt der leicht angeraute Malgrund mit dem dunklen grünen Farbton eine leichte Oberflächenstruktur. Hormann verwischt die dunkle Farbe vorsichtig und schließt alle anderen, helleren Farbtöne in die Gestaltung mit ein. Dadurch mischt er eine Reihe von Zwischentönen, ohne dass er hier weitere Farben benötigt. Der getönte Malgrund beeinflusst die Farbkombination untereinander so, als würde die Luft hinter den Bäumen vibrieren. Weitere Lichteffekte in den Blättern erzeugt er mit einem leuchtenden Gelb. Es soll der Eindruck entstehen, als würden die Blätter von der Sonne umspielt. Diesen Effekt verstärkt der Künstler nun mit weiteren Farbspielen. Durch mehrmaliges Übereinandermalen und Verwischen mit dem gelben Farbton erzeugt er wieder neue, andere Farbkombinationen. Dies kann man hier sehr schön im Vordergrund der Waldwiese erkennen. Mit einigen wenigen Strichen der weißen Kreide verstärkt er die Lichtwirkung auf den Blättern. Dadurch entsteht jetzt immer mehr die atmosphärische Wirkung der Waldszene. Die untere Schattenseite der Baumstämme wird nochmals mit Schwarz hervorgehoben und dann mit dem Zeigefinger nach oben hin verschmolzen. Dadurch schwächt er auch hier wieder einen Teil des dominanten Schwarz etwas ab. Mit einigen wenigen Strichen Weiß entstehen noch weitere Lichteffekte im Blattgerüst der Bäume. Zu guter Letzt bringt er noch verschiedene kleine Korrekturen an und vollendet dann seine Arbeit. Am fertigen Bild kann man nun sehr schön erkennen, wie der Künstler mit ganz wenigen Pastellfarben eine ausgewogene Farbigkeit erzeugen kann.
Durch das Einbeziehen des getönten Malgrundes und dem Ineinanderverschmelzen der Farben entstehen nuancenreiche Zwischentöne und Abstufungen, die keine große Farbauswahl benötigen.